So, das zweite Video zu SimChemistry wird relativ kurz, da ich eigentlich nur ein paar allgemeine Informationen zur Einstellung vornehmen möchte. Und zwar ist es so, dass wenn man SimChemistry startet, meistens das Fenster so ist, dass oben und unten ein bisschen grau dargestellt ist. Der weiße Bereich ist eigentlich der Hauptsimulationsbereich, wie Sie vielleicht in den im letzten Video gesehen haben. Bei den Beispielsimulationen ist es aber so, dass die Teilchen nicht verschwinden, wenn sie in den grauen Bereich kommen. Ich halte es aber für sinnvoll, diesen weißen Bereich auf jeden Fall so groß wie möglich darzustellen und eben keine grauen Bereiche zu haben. Und damit wir am meisten Platz haben, würde ich raten, einfach das so groß wie möglich zu machen. So, jetzt habe ich rechts und links graue Flächen. Das kann ich aber einstellen unter Simulation. Es ist also so eine Grundeinstellung zu dieser Simulation. Und das geht unter Size und Scaling. Und da habe ich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ja, das Wesentliche ist eigentlich nicht, sind nicht die Zahlen hier oben. Im Grunde genommen spielen die mir jetzt keine so große Rolle, sondern hier diese zwei Knöpfe, die spielen für mich eine Rolle, beziehungsweise eigentlich dieses hier. Und zwar ist dieser Knopf eben dafür da, die Größe anzupassen. Man sieht jetzt hier, dass da sich die Werte verändert haben. Und da stehen Werte in Nanometer. Na, es ist so, wir finden uns hier auf Teilchenebene und man hat deshalb diese Größe Nanometer verwendet. Im Grunde genommen muss man genaue Größen hier nicht unbedingt beachten, meiner Meinung nach. Denn es geht eigentlich vor allem darum, dass die Simulation das leistet und das darstellt, was ich mir vorstelle. Ob das dann Nanometer mehr oder weniger ist, spielt da nicht wirklich eine Rolle. Also am ehesten also vollen Bereich, deshalb Current Size, also des Fensters. So, und dann habe ich also den gesamten Bereich. Es kann natürlich sein, dass wenn die Schüler mit einer anderen Auflösung das Ganze öffnen, vielleicht doch mal rechts und links oben unten was grau ist. Ich würde es speziell vielleicht auf den Rechner oder den Beamer anpassen, die Beamergröße, das Verhältnis, dass das einigermaßen passt und ich eben möglichst viel Platz dort nutzen kann. Weitere Einstellung für das System. Das System ist im Prinzip die Systemoberfläche. Kann ich hier einstellen, das sind zwei Dialogpunkte noch. Und zwar ist es einmal System Properties und Grid Setting. Wir gucken uns gerade mal Grid Setting an. Grid bedeutet ja Gitter. Und mit dem Gitter ist es so, dass ich bestimmte Abstände festlege, so eine Art, naja, nicht Koordinatengitter, sondern Fanggitter, bei dem zum Beispiel beim Zeichnen von Linien, was da relativ praktisch ist, eingerastet wird. Der Vorteil ist, dass die Linien, die ich zeichne und auch brauche, um dafür zu sorgen, dass die Teilchen nicht wegfliegen, dass die dann nah direkt aneinander einrasten und ich also zum Beispiel auch keine Lücken habe. Wichtig ist das ja deshalb, weil dieser weiße Bereich ist nicht irgendwie ein Schutzbereich, in dem die Teilchen drin bleiben. Ne? Die fliegen, wenn Teilchen hier sich bewegen, da einfach raus. Da muss ich dann später Wände erstellen. Das kann man so lassen im Allgemeinen. Das Gitter, wenn es einen stört, kann man es auch ausschalten oder man lässt es halt. So, wichtig ist noch System Properties, die Systemeigenschaften. Und da spielen vor allem zwei Werte eine Rolle, die Systemtemperatur und Acceleration due to Gravity, mit anderen Worten so eine Art Gravitationsbeschleunigung. Also habe ich hier so eine Art Gravitation, dass zum Beispiel die Teilchen eben nach unten gezogen werden, wenn sie sich nicht schnell genug bewegen, um zum Beispiel in einen gasförmigen Zustand kommen. Und das kann ich hier einstellen. Die Einheiten wie hier Meter pro Sekunde, pro Nanosekunde sind so ein bisschen kurios. Meine Erfahrung ist, dass es eigentlich ziemlich schnurz ist, was da man zunächst eingibt. Man kann es ja eh anpassen und man sollte eben auch nicht versuchen, jetzt die Beschleunigung auf der Erde irgendwie nachzumachen, sondern wie vorhin schon erwähnt, es kommt eigentlich immer darauf an, dass es so funktioniert, wie ich es will, egal welche Einstellung ich habe. Und das könnte eben sein, dass ich mal sehr viel höhere Temperaturen für so eine Art Standardtemperatur verwende.
Man muss den Schülern das eventuell erklären, dass es hier eher um Temperaturunterschiede geht. Die Systemtemperatur von 100 Kelvin, wie gesagt, man kann es einstellen, wie man will. Wichtig ist, dass die Teilchen das machen, was sie sollen. Und das geschieht neben der Systemtemperatur vor allem über die Eigenschaften und die Interaktion der Teilchen, was erst im nächsten Video erklärt wird. Ja, diese Einstellungen interessieren uns momentan noch nicht so wirklich. Die werden erst dann wichtig, wenn ich tatsächlich simulierte Teilchen habe. Ja, das war es jetzt schon. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Im nächsten Video geht es dann wirklich um Teilchen und wie sie sich bewegen und wie ich deren Bewegung einstellen und ja, so festlegen kann, wie ich es kenne.